ich habe immer das Gefühl gehabt, ich war schon keine Kenner. Ich habe mir früher schon die Nägel lackiert und irgendwie habe mich immer schon interessiert für Kitsch und für bunte Sachen, für Kunst. Ich wollte immer schon Sachen kreieren, ich habe immer schon früher Schmuck bastelt und wo ich dann in die Schule gekommen bin, hat das Ganze dann aufgehört, weil das so auch nicht akzeptiert werden. Und erst nach der Schule habe ich dann wieder zurückfinden können und mich befreien eigentlich von dem Ganzen. Und das zulassen, was ich immer wollte. So. Und es ist nicht wirklich, dass ich mich verändert habe, sondern ich war das immer und ich lasse das eigentlich nur frei. Und ich habe das Gefühl, wir sollten das alle ab und zu freilassen. Im Moment arbeiten wir an einem Halloween-Special, weil ich finde so Feiertage finde ich mega nice, zum einfach das zum Nutzen. Man nennt das No Budget eigentlich, unter was meine Musikvideos und Projekte laufen. Ja, aber du musst irgendwie so ruckig fallen, oder? Meine Okay, Musik Gloria, danke stört deswegen wahrscheinlich grenzlich ein bisschen ab, Aber ich weil glaube, es ich auch schaff's mal jetzt um nicht, oder? Themen geht, Ja, ich glaube schon. die Vielleicht ist ein bisschen. in normaler Radiomusik wahrscheinlich nicht besprochen werden. Ich nehme mir nicht kein Blatt vor den Mund und sprich natürlich über alles, was mich beschäftigt. Aber das riecht gut. Im Voll. Hey, meine Hände sind lila. Everything. Okay. Alright. Candy cane is love. I'm coming over to your house. Candy cane is life. Bitch, it is all over now. Als Künstler mit zu und dann des 21. Jahrhunderts ziehe Social Media so als mein Pinsel und meine Leinwand. Deswegen ist Instagram, Twitter, Snapchat sind so mein Presenttable so. Das ist so sind mein Lebenslauf ist Instagram so. Wenn sich jemand für mich interessiert oder mich buchen will oder wissen will, was ich mache, dann gibt es nicht einen Lebenslauf so. Schlussendlich so musst du mit dem arbeiten, was jetzt gerade ist. Und die nicht immer nach alten Zeiten sehnen, so mach lieber den Moment now, so. Aber Candy Can liegt der Mittelpunkt natürlich nicht am Finanziellen, so. Und die Sache ist die, ich könnte eventuell einen Job haben, der mehr Geld bringt, aber dann würde ich dort arbeiten, um dann am Wochenende Candy Can zu sein. Deswegen verdiene ich im Moment vielleicht nicht am meisten, aber ich nenne es so broke und happy so. Ich habe im Moment so drei Sprüche, hinter denen ich stehe. Und das ist einmal Love yourself, be different und fuck basic bitches. Das sind so meine drei Leitsprüche so im Moment, für die ich einstehe. Und das ist einmal so Love yourself. Ich finde das mir. Wir lieben uns zu wenig selber, habe ich das Gefühl, so. Ich trinke keinen Alkohol, keine Drugs, keine Zigaretten, den ganzen Shit nicht, weil ich bin New Generation und ich liebe früh auf zum Stehen und Sport zu machen, so. Natürlich mache ich ab und zu Party, aber eigentlich bin ich da zum kreativ sein. Und nicht zum tagelang schlafen. Diese Kombination zwischen Muscles und Hello Kitty ist so überspannend. Und ich liebe so Sachen zusammenzubringen, die nicht zusammengehören. So wie Gold Grills und Weiß zum See oder eben Hello Kitty und Muskeln, so Bizeps und dann Hello Kitty Tattoos dran, das macht einfach was. Alle, die so tun, ich interessiere mich nicht für Mode. Du musst dich für Mode interessieren, weil du musst jeden Tag aussuchen, was du anziehst. Und entweder du bist unbewusst und ziehst dich shit an, oder du bist bewusst und ziehst dich nice an. Und das heißt nicht bunt, aber das heißt bewusst.
Candy Can ist gekommen, um dich aus deiner grauen, langweiligen Welt zu retten. Ich möchte inspirieren und dich motivieren, dem zu folgen, was dir gut tut. So, du musst nicht anziehen wie ich, aber du musst einfach frei sein und bewusst. Und ich finde, die meisten Menschen führen ein extrem unbewusstes und abhängiges Leben von den anderen und lassen sich von der Gesellschaft alles vorschreiben. So. Es gibt so kurze Momente bei Candy Can, wo ich mir denke, so wow, what the fuck mache ich eigentlich so? Und dann, wenn ich dann einen kleinen Lauf kriege von Fans, von mir den Candy Can Girls und Boys, dann denke ich, oder jemand sieht, wow, du hast mein Leben verändert. Du hast mir so geholfen. Und das schrieben mir tagtäglich Leute auf Snapchat und auf Instagram, schrieben mir, wie sehr ich ihnen hilft. Dann habe ich, das ist schon sehr, dann habe ich das Gefühl, wow, ich mache einen Unterschied und ich bewirke irgendwas. Und wenn es nur ein paar Personen sind. Danke. Gerne, gerne. Ich tue immer so, als wäre mir so die Meinung der anderen so komplett egal. Dabei ist mir die Meinung der anderen überwichtig. Aber nicht von jedem, sondern von den Menschen, die mir wichtig sind. So ich finde wichtig, was meine Familie über mich denkt. Ich finde wichtig, was meine Freunde über mich denken. Ich finde wichtig, was kreative Köpfe so über mich denken. Jungs, was ist los? Falsche Kurve. Um 11 Uhr. Ich muss sagen, früher habe ich mit dem Hate nicht gut umgehen können. Jetzt liebe ihn, weil ich weiß, dass es dich schlussendlich pusht. Und weil es toll ist, so starke Gefühle in jemanden auszulösen. Ich will nicht jemand sein, den du anschaust und dann denkst du so, ja, jetzt mache ich was anderes. Stop the hate and be a fan, can't you? Say my name, say my name.